Na, seht ihr das gerade am Handy und am Laptop? Dann seid ihr Lithium-Junkies. Genau wie ich, genau wie alle. Und das ist schlecht für die Umwelt. Jede Wette, dass jeder Einzelne von euch ein bisschen davon besitzt. Lithium. Das geht gar nicht anders, weil das Zeug nämlich der Treibstoff der Moderne ist. Sozusagen der Hoffnungsträger für eine grüne Zukunft. Aber stimmt das überhaupt? In letzter Zeit ist das Zeug ganz schön ins Gerede gekommen, weil nämlich die Bergbauunternehmen, die es abbauen, der Umwelt dabei ganz schlimme Schäden zufügen sollen. Ich bin deshalb mal dahin gefahren, wo Lithium ursprünglich herkommt. Ganz hoch oben in den zentralen Anden, da liegt eine ziemlich extreme Region, die Puna. Sie ist Teil einer 1800 Kilometer langen Hochebene zwischen zwei Gebirgsketten. Und hier ist es wirklich karg und trocken. Im Westen liegt die Atacama-Wüste und im Osten halten Berge den Regen ab. So entstand hier eine Höhenwüste. Das Ganze ist eine der geologisch aktivsten Regionen auf unserem Planeten. Überall brodelt's. Diese seltene Kombi aus Vulkanismus und Trockenheit hat etwas Einzigartiges entstehen lassen. Hier gibt's Salzwannen in allen Formen und Farben. Und darin liegt tonnenweise Lithium. Lange Zeit war die Region völlig unberührt, doch das ändert sich gerade rasant. Der Salar del Hombre Muerto, der Salzsee des toten Mannes. Von solchen Salzseen gibt es hier in Argentinien einige und die sind sowas wie die neuen Goldgruben. Auf der anderen Seite des Salzsees, da gibt es ein ziemlich großes Unternehmen mit mehreren hundert Beschäftigten. Ich war auch da, aber die haben mich da nicht drehen lassen. Die mögen nämlich keine Journalisten, weil Lithiumunternehmen einen ziemlich schlechten Ruf haben. Warum? Weil der Abbau, so wie er heute betrieben wird, gigantische Wassermengen verbraucht. Um das Problem zu verstehen, muss man sich anschauen, wie die Lagerstätten entstanden sind. Das ging nämlich nur wegen der extremen Wüstenbedingungen hier oben. Die Höhensonne hat ein paar Millionen Jahre lang Salzseen eingedampft und so die Minerale aufkonzentriert. Früher wollte man nur an das Salz, aber heute bohrt man die Sohle an, die sich darunter verbirgt. Aber um welche Mengen geht's dabei eigentlich? An einigen Stellen kommt die Sohle hier von ganz allein nach oben. In 1,25 Litern von dieser Sohle gibt es ungefähr 1 Gramm Lithium. Also genug, um ein Handyakku herzustellen. Für die Batterie eines elektrogetriebenen Autos bräuchte man aber schon 15.000 Flaschen voller Sohle. Und für die knapp 60.000 Elektroautos, die allein im Jahr 2019 in Deutschland neu zugelassen worden sind, waren demzufolge dann schon über 800 Millionen Flaschen voller Sohle notwendig. Eine unglaubliche Menge. Aus diesem Salar stammen 70% von Argentiniens Produktion an Lithium. Allein 2018 waren das 6.200 Tonnen, also genug für rund eine halbe Million Elektroauto-Akkus. Aber jetzt will die Regierung die Produktion auf 100.000 Tonnen steigern. Im sogenannten Lithium-Dreieck zwischen Bolivien, Chile und Argentinien werden 2/3 der weltweiten Vorräte vermutet. Chile zählt schon heute zu den bedeutendsten Lieferanten von Lithium. Die extreme Trockenheit, die die Bodenschätze einst entstehen ließ, die hilft heute auch bei der Gewinnung. Die lithiumreiche Sohle wird in Becken gepumpt und dann muss man einfach nur warten, bis die Höhensonne ganz viel Wasser verdunstet hat. Nach ein paar Monaten, nach vielen Monaten, bleibt ein 6%iges Lithiumkonzentrat übrig. Während dieser ganzen Zeit verdunsten Milliarden Liter. Das ist zwar Salzwasser, aber dennoch wird befürchtet, dass der Wasserhaushalt des Trockengebiets dadurch gestört wird. Im Dorf Antofagasta de la Sierra meint man, die Folgen bereits zu spüren. Seine 1800 Einwohner leben zum Teil von Landwirtschaft. Und die ist wirklich richtig mühsam hier oben. Wir merken schon deutlich, dass das Wasser knapper wird. Es ist nicht mehr wie früher.
Früher konnte ich mein Feld ohne Probleme bewässern und hatte auch mehr Ertrag. Und jetzt hat der Fluss viel weniger Wasser. 20 Zentimeter ist der Pegel gefallen. Wenn wir so weitermachen, könnten Quellen austrocknen. Und was machen wir dann? Ob es wirklich nur die Mine daran schuld ist, das kann keiner so ganz genau sagen. Einige Geologen meinen aber, dass Antofagasta nicht mit dem hydrologischen System der Salare verbunden ist. Die Wasserknappheit liege dann wohl eher am trockenen Wetter der letzten Jahre. Fakt ist, das hier ist eines der regenärmsten Gebiete der Welt. Nur 25 mm Niederschlag im Jahr. Wenn hier Quellen versiegen oder durch unfachmännische Bohrung versalzen, dann hat das gleich ganz üble Folgen. Schlimmer als anderswo. Die Salare sind geschlossene Becken. Sonst wären die Lithiumvorkommen hier gar nicht erst entstanden. Es ist aber noch nicht ausreichend geklärt, was passiert, wenn man die Sohlen in immer größerem Maßstab aus diesen Becken einfach abpumpt. Die einen sagen, das sei alles ganz, ganz schlimm, weil durch das Abpumpen der Sohle der Grundwasserspiegel in der gesamten Region sinken würde. Aber andere widersprechen und sagen, nee, so kann das gar nicht sein, weil diese Salzpfannen ein abgeschlossenes System sind und das hat mit dem Grundwasser drumherum so gut wie gar nichts zu tun. Ich kann jetzt nicht entscheiden, wer von beiden recht hat, aber Fakt ist, Lithiumminen verbrauchen viel Süßwasser. Zum Beispiel die Livent-Mine, die mich nicht reingelassen hat, die hat 600 Mitarbeiter und die entnehmen den Flüssen und den wenigen Quellen hier eine Menge Wasser und das ist definitiv ein Problem. Man braucht das Süßwasser, um das Lithium chemisch aufzubereiten und die Anlagen zu reinigen. Und zwar bis zu 7 Millionen Liter am Tag, je nachdem, welche Methode man anwendet. Momentan ist eine der wenigen produzierenden Minen hier in der Puna, aber etliche mehr sind geplant. Das hier ist erst der Anfang des Goldrausches. Die Nachfrage nach Lithium steigt, vor allem wegen der boomenden Elektromobilität. Manche Experten schätzen, dass sich der Verbrauch in den nächsten 5 Jahren verdoppeln wird. In diesem fragilen Naturraum Rohstoffe abzubauen, das kann natürlich nicht ohne Folgen für die Natur bleiben. Zwischen Umweltschützern und Minenbetreibern gärt so eine Art Wasserkonflikt und alle geben sich gegenseitig die Schuld. Da Transparenz zu schaffen, das muss die Aufgabe von unabhängigen Forschungsinstituten und Kontrollorganen sein. Und davon gibt es hier noch viel zu wenig. Andererseits kann die Ressource Lithium gerade für das angeschlagene Argentinien auch eine Chance sein, wenn die Menschen sich selbst nicht das Wasser abgraben. Klar, man kann eine ganze Reihe von diesen Problemen auch lösen. Man kann den Lithiumabbau auch umweltfreundlicher und wassersparender gestalten. Aber grundsätzlich kann man unsere Probleme der Mobilität damit auch nicht lösen. Also es ist nicht möglich, einfach alle Benzinautos durch Elektroautos zu ersetzen. Das funktioniert einfach nicht. Zum einen natürlich, weil es so viel Lithium auf der Erde gar nicht gibt, aber eben auch, weil man verschiedene Antriebstechniken für verschiedene Anwendungsbereiche braucht. Wir müssen uns wohl eher an den Gedanken gewöhnen, dass es künftig nicht eine Antriebstechnik, nicht einen Energieträger für Autos und alles, was sonst so rumfährt, geben wird, sondern viele verschiedene. Denn eins ist ja klar. Solange wir die Erde bevölkern, brauchen wir Rohstoffe. Und das ist immer ein krasser Eingriff in die Natur. Im Vergleich zu anderen Metallen wie Kupfer oder Gold ist der Abbau von Lithium immer noch eine der saubereren Technologien. Und energietechnisch so halbwegs okay, da die Hauptarbeit ja von der Sonne erledigt wird. Die Alternative, also nur mit Verbrennern weiter rumzufahren und ganz viel Emissionen rauszublasen, das ist auf jeden Fall noch schlechter. Für die Zukunft sind jedenfalls noch ganz andere kreative Lösungen gefragt, und zwar dringend. Auf Lithium basierende Elektromobilität wird natürlich eine größere Rolle spielen in Zukunft als heute. Aber die Welt retten werden wir allein damit natürlich auch nicht. Der eigentliche Skandal ist ja sowieso was ganz anderes. Es gibt in den Abbaugebieten von Lithium so gut wie überhaupt keine Kontrollen. Einige von diesen Minenbetreibern, die fühlen sich auf wie im Wilden Westen. Die lassen weder Journalisten noch Wissenschaftler rein. Dabei wäre das gar nicht so schwierig, ein bisschen Druck auf die auszuüben. Wenn sich zum Beispiel die deutschen Autohersteller, die ja wirklich groß und mächtig sind, wenn die sich zusammenschließen würden, dann könnten die gemeinsam mit ihrer riesengroßen Nachfragemacht ganz bestimmt internationale Standards durchdrücken. Ich finde, das wäre eine gute Idee. Und was meint ihr?